So, da bin ich wieder mit Let's Play Trackmania Nations Forever. Die 10. blaue Strecke, eine Akrobatikstrecke. Akrobatik hat ja normalerweise immer. Oh Mist. Hat ja normalerweise immer irgendwas mit Sprüngen oder so zu tun. Diesmal nicht. Diesmal. Keine Ahnung. Bin die Strecke jetzt noch nicht gefahren. Glaube einfach nur, man hat die ganze Zeit freie Fahrt. Und das ist jetzt hier die Schwierigkeit. Ja, das ist jetzt hier die Schwierigkeit. Man hat also die ganze Zeit kein Gas. Man kann die ganze Zeit kein Gas geben. Hat jetzt am Anfang noch dieses Nitro, dass man auch diesen Berg hier hochkommt. Und danach kann man kein Gas mehr geben. Ja, da war ich eben schneller. Das war dann wieder nix. Aber ich denke, diese Strecke hier will ich jetzt relativ schnell hinbekommen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, die scheint mir nicht so schwer. Jetzt war ich hier am Anfang wieder so langsam, das gibt's doch gar nicht. Ich versuch's einfach mal weiter. Okay. War nix. Nochmal. Hier hoch. Jetzt muss ich hier mal besser um die Kurve kommen. Das gibt's doch nicht. So, das war etwas besser. Nee, das war nix. Jetzt muss ich gucken, wie ich da unten um die Kurve komme. Also der goldene. Oh, das war gut, das war gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier die Kurve jetzt. Nee, das war nix. Wie soll ich die Kurve da unten denn nehmen? Das geht irgendwie nicht. Zumindest ich krieg's mal nicht hin. Ich lasse jetzt einfach mal ausrollen. Ich fahre sowieso bergunter, dann kann ich ja weiterfahren. Och, das war ja jetzt so gar nichts. Oh Mann. Scheint doch schwerer zu sein, als ich gedacht habe. Na egal. Okay. Die erste Kurve, die ist gebongt. Die kann ich, die zweite kann ich immer noch nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich sie gut hinkrieg. Die erste ist klar. Hier geht so. Die zweite geht so nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, wie Gold fährt. Wie der da unten fährt. Gucke ich mir jetzt mal an. Der fährt ganz außen. Ah, geht bei mir auch nicht. Also probier es mal. Mit diesem ganz außen fahren und dann da hinten vorbei. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Ich lenke, glaube ich, zu spät nach links. Zu spät nach links und dadurch. Boah, der war super. Oh, und der Rest war totaler Mist. Wenn man da keine Beschleunigung hat, dann komme ich damit irgendwie gar nicht klar. Ja, die erste, die kann ich jetzt. Ach, hier die Kurve, die ist so doof. Da kommt man nicht cool genug rum. So. Ja, die erste Kurve, die ist so einfach. Und die zweite, die geht gar nicht. Mann, wieso geht das bei mir nicht? Bei dem Goldenen funktioniert das doch auch, wenn er ganz hinten rumfährt. Mann. Hier bin ich hier total schlecht. So, das war nix. Gucke ich mal wieder. Okay, jetzt hat es bei mir auch funktioniert. Mal sehen. Ich werde da dann einfach etwas vom Gras gehen. Oder ne, ich bloß einfach dann da unten. So, jetzt probiere ich es dann mal. Aha. Jetzt brauche ich nur noch etwas mehr Speed. Etwas mehr Speed. Und dann sollte das funktionieren. Okay, ich habe gedacht, es geht ohne Bremsen. Aber
Das funktioniert scheinbar nicht ohne Bremsen. Hat man jetzt auch wieder gesehen. So. So, jetzt fahr schnell, fahr schnell, fahr schnell. Sehr gut, geschafft. Damit die letzten 5 von dem blauen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. So, das nächste Rennen. Wieder normales Rennen. Glaub, kommt auch wieder ein Treckpassage vor. Mal sehen. Naja, dieser Turm hier eigentlich relativ unnötig. Egal. Wow, 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 wow. Da hätten sie mich auch mal können vorwarnen. So, ich fahre die Strecke jetzt mal wieder. Erst einmal so, dass ich weiß, wie sie funktioniert, wie ich fahren muss. Oh, die Treckpassage war ja gerade. Ah, hier wieder. So, jetzt hier runter. Gar nicht mal so schwer bisher eigentlich die Strecke. Sollte nur dann wahrscheinlich schwer sein, da Gold zu holen. Aber das sehe ich ja dann auch gleich. So, versucht das jetzt noch. 3,5 Minuten habe ich noch. Versucht das jetzt noch innerhalb dieses Videos hinzubekommen, hier Gold zu holen. Aber ich denke mal, das könnte mir noch gelingen. Ja, das hier. Jetzt habe ich ja gewusst, wo es lang geht. Na toll. Das war jetzt irgendwie klar. Dass das hier passiert. So. Nochmal neu. Nee, das war gar nichts. Das war gar nichts. Probier es also nochmal neu. Ich flieg diesmal ein bisschen schräg geflogen. So. Das war jetzt zwar nicht optimal, aber das hier war totaler Mist. Wieso komme ich da nie durch diese Engpassage? So schwer ist das doch nicht. Oh Mist. Schräg geflogen. Ist nicht so toll. Nochmal neu. Also. Egal, ich weiß einfach mal weiter. Bin ja noch relativ gut dabei bei dem Gegner. Könnte ihn jetzt sogar überholen, ja. Sogar überholt. 57 Hundertstel Vorsprung. Hundertstel nur noch. Könnte eng werden. Hier ist jetzt das Ziel. Nee. Das schaffe ich. Auf jeden Fall. Die Goldmedaille geholt. Sehr gut. So, was kommt jetzt? Obstacle. Die kann ich jetzt noch maximal einmal fahren. Boah. Noch maximal einmal fahren. 36 Sekunden dauert es ungefähr. Dann ist das Video auch schon fast vorbei. Was das muss ich jetzt hier jetzt? Wow. Ah, hier muss ich immer zu dem anderen Dings springen, zu der anderen Seite springen. Ja, das war bisher jetzt noch, ist das noch alles relativ einfach. Wow, jetzt bin ich schlecht geflogen. Egal, immer noch hohen Vorsprung. Also dieses Rennen hier ist ja jetzt wirklich mal total einfach. So ein Mist. Egal, dann mache ich es einfach im nächsten Video. Ja, bis dahin. Ciao.